Hallo zusammen, da ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön seid ihr heute auch wieder dabei. Wie ihr seht, heute mal nicht alleine, sondern ich habe einen Gast, gibt wieder eine Interviewfolge. Und zwar habe ich den Julian von der App Relay dabei. Wir werden in diesem Interview ein bisschen über die App und ihn sprechen. Ja, Julian, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Zeit. Erzähl doch mal. Wer bist du eigentlich und was machst du? vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin Julian Liniger, 29, aus dem Berner Seeland, irgendwo in einem kleinen Kuhdorf in der Schweiz groß geworden. Und dann, ich habe eigentlich einen relativ normalen Werdegang, Gymnasium, dann Studium, Psychologie, Bachelor und Betriebswirtschaft im Master gemacht. Hier und da noch ein Exchange-Semester im Silicon Valley in Kalifornien, ein halbes Jahr, und in Australien gelebt, ein halbes Jahr, und dann so etwas Startup-Luft geschnuppert und gesagt, hey, ich will mich selbstständig machen, nachdem ich noch etwas in einer Bank gearbeitet habe, etwas über ein Jahr, und fast 5 Jahre dann doch während des Studiums und nach dem Studium im Management Consulting verbracht habe. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, ich will gerne selbstständig werden. Habe dann eine Firma gegründet, die Bravis, gibt es auch immer noch. Das ist eine Beratungsfirma, wo wir Finanzdienstleister, Banken vor allem beraten oder beraten haben in Crypto-Finance-Themen, neben Bitcoin, Blockchain und so weiter. Daraus ist dann das zweite Unternehmen entstanden, CCFE, also der Certified Crypto Finance Expert, wo wir vor allem einen Lehrgang haben, eigentlich den beliebtesten, also führenden Lehrgang in Blockchain und Crypto Finance für Banken in der Schweiz. Über 400 Banker haben den schon absolviert und haben sich das begehrte Zertifikat geholt. Aber jetzt, last but not least, natürlich voll mit dem ganzen Herz und Schweiß bei Relay dabei. Im Relay ist die Europas einfachste Bitcoin-App made in Switzerland. Sehr gut. Also du bist 29, hast eine riesen Erfahrung, meine Gott. Also da habe ich mal so viel ich gemacht. Also einfach viel gemacht, Erfahrung. Ja. Sehr gut. Also, ihr habt es mitbekommen, es geht um Bitcoin und die App Relay. Jetzt, du hast schon ein bisschen erzählt, aber was ist die Relay-App genau? Vielleicht einfach erklärt. Also einfach erklärt, eben Relay ist eine Smartphone-App. Du kannst die im Android Store oder im Apple Store, je nachdem welches Gerät du hast, herunterladen und dann in ganz einfachen paar Schritten, paar Klicks, innerhalb von einer Minute idealerweise, Bitcoin kaufen. Dafür ist die App eigentlich da. Du kannst Bitcoin kaufen, kannst dir aber dann auch wieder verkaufen, direkt von deinem Bankkonto oder wieder zurück auf dein Bankkonto. Okay. Und du kannst auch einen Sparplan einrichten, das heißt, vielleicht sagst du, ich will 20 Franken oder 50 Franken pro Woche automatisch investieren, dann gibst du das ein, machst einen Dauerauftrag mit deiner Bank und dann läuft das eigentlich, ohne dass du je irgendwas machen musst wieder. Okay. Und du kriegst die Bitcoin direkt auf deine Relay Wallet. Also Relay ist auch eine Bitcoin Wallet. Du musst da nichts aufsetzen, das wird automatisch gemacht. Aber dann hältst du selbst eben deine Bitcoins auf deinem Smartphone und du kannst sie von dort aus auch versenden oder zum Beispiel online etwas bezahlen damit. Und das alles ganz einfach aus einer Hand. Und das Spezielle oder das Schöne daran ist eben, dass du dich gar nicht registrieren musst. Du musst keine Dokumente hochladen. Es gibt ja viel so mühsame Verifizierungsprozesse, wenn man mit Banken oder Fintech-Apps oder eben auch Bitcoin-Apps zu tun hat, das entfällt bei uns alles. Also einfacher geht's nicht. Okay. Also das kann ich bestätigen. Ich war immer auf der Suche nach einer einfachen Lösung, um Bitcoins zu kaufen. Habe wirklich lange gesucht. Ich tue mir immer ein bisschen schwierig, wenn es kompliziert ist, und eure App ist wirklich super einfach. Super benutzerfreundlich, muss ich auch sagen, und versteht wirklich auch jeder, der nicht jetzt ein vertieftes Wissen im Thema Kryptos hat oder Blockchain-Technology vor allem. Also das kann ich absolut bezeugen, und darum eigentlich auch mein Wunsch, mit dir das Interview zu machen. Da bin ich sehr happy, bist du heute hier. muss ich mir, wenn ich die App vollumfänglich nutzen will, du hast gesagt, Registrierung braucht es eigentlich keine.
Ich weiß aber, für eine Wallet musst du dich doch irgendwie einen Code generieren, dass das safe ist. Geht das automatisch? Muss ich da noch was machen? Oder was sind da so ein bisschen die Vor- und Nachteile? Eigentlich geschieht alles automatisch. Also wenn du die App das erste Mal installierst und startest, dann wird im Hintergrund eine Bitcoin-Wallet für dich erstellt. Gut. Und das ist so, wir halten eben nicht deine Wallet, sondern du, also deine Private Keys, das heißt deinen Zugang zu deinen Bitcoins, den du unbedingt brauchst, den halten manche Börsen für dich. Das ist aber ein Sicherheitsproblem, weil wenn die gehackt werden oder die irgendwie bankrott gehen oder was auch immer, dann ist das Geld weg. Okay. Bei uns ist das nicht so. Wir halten das nicht für die Kunden, sondern die Kunden halt das, haben das selbst auf dem Phone. Also wird dort installiert. Das Ding ist halt, die Frage ist dann, okay, was passiert, wenn ich jetzt mein Smartphone verliere zum Beispiel. Genau. Da gibt es ein Backup, das nennt man eben diesen Private Key, das sind 12 Wörter, die man sich anzeigen lassen kann, die kann man sich aufschreiben und sicher verwahren und dann passiert eigentlich nichts, sprich, wenn wir gehackt werden würden als Firma oder unsere Firma bankrott gehen würde oder eben du als Nutzer das Smartphone verlierst, dann so einfach ein neues Phone dir bestellen und das dort wieder Relay-App herunterladen und dort mit diesen 12 Wörtern kannst du wieder den Restore machen, also das wiederherstellen, dann hast du all deine dein Guthaben und deine ganze Transaktionshistorie ist alles wieder da. Und das Coole ist eben, dass das unabhängig ist von unserer Lösung. Du kannst es auch mit irgendeinem anderen Bitcoin-App machen, diese 12 Wörter kannst du überall dann eingeben und hast deine Bitcoin dort wieder. Das ist das Spannende an der Bitcoin-Technologie, du kannst eben wirklich jetzt digitales Geld selbst mit diesem Backup. Okay, sehr gut. Cool. Eben, ihr habt momentan nur Bitcoin als Kryptowährung. Ist da in Zukunft gedacht, das zu erweitern oder wie seht ihr das? Grundsätzlich nicht. Es hat verschiedene Gründe. Wir wollen eben vor allem Einfachheit schaffen und wir wollen es Leuten ermöglichen, langfristig Geld zu sparen. Mhm. Und wir sehen Bitcoin als die beste Spartechnologie, die je erfunden wurde. Und zwar besser als traditionelle Anlagen wie Aktien oder Anleihen oder, oder Immobilien oder so. Weil Bitcoin ist wirklich eben das, dieses digitale Gold, ist dafür gemacht und nur dafür gemacht, Wert zu erhalten langfristig. Mhm. Und eben auch verglichen zu allen anderen Kryptowährungen. Kryptowährungen ist spannend, oder? Es gibt über 15.000 verschiedene und da kann man sehr viel riskieren, investieren, traden, geht hoch und runter. Man kann viel Geld machen in kurzer Zeit, kann aber auch sehr viel Geld verlieren in kurzer Zeit. Tatsächlich über 60% der normalen Retail-Investoren verlieren Geld am Kryptomarkt. Also das ist schon, es ist hochriskant. Und deshalb glauben wir, für Leute, die eben einfach langfristig sparen wollen, macht das nicht Sinn, in so ein High-Risk-Asset zu investieren, sondern eben in Bitcoin, das zwar schon kurzfristig natürlich auch volatil ist, aber langfristig eben wirklich, das hat es jetzt auch über die letzten über 10 Jahre gezeigt, langfristig immer etwas an Wert gewinnt. Okay, cool. Was gibt es bei euch vielleicht so in Zukunft noch Veränderungen oder was plant ihr noch ein bisschen zu verbessern? Jetzt, wenn die App ist ja schon sehr gut entwickelt jetzt aus meiner Sicht. Was gibt es noch vielleicht für Add-ons? Gibt immer was zu tun. Also wir, so für dieses Jahr, sage ich jetzt mal, haben wir vor allem vor, den Kaufprozess noch einfacher zu machen. Wir sagen jetzt, wir sind Europas einfachste Bitcoin-App und das stimmt wahrscheinlich sogar, aber wir sind noch nicht ganz zufrieden. Also es könnte noch einfacher gehen. Und zwar ist unser Ziel wirklich, dass du innerhalb einer Minute Bitcoin kaufen kannst und die Bitcoin dann auch wirklich kriegst. Weil jetzt öffnest du die App, sagst, okay, ich will eben 20 Franken investieren, dann musst du aus der App raus, ins E-Banking-App oder irgendwie in die Bank einloggen, einen Zahlauftrag machen und dann bis das Geld bei uns ist, das dauert halt, weil die Banken langsam sind und erst dann kriegst du deine Bitcoin, also es kann 1 bis 2 Tage sogar dauern. Ja. Also unser Ziel ist wirklich, du lädst die App runter, sagst, ich will 100 Franken investieren, du kannst bezahlen mit irgendeiner Bezahloption, die du willst, da sind wir jetzt dran, sind wir kurz davor, da einen Durchbruch zu schaffen, dass wir da einen Vertrag bekommen mit einem, mit diesen Anbietern, damit wir das anbieten können. Dass du dann wirklich sagen kannst, hey, ich will mit
Twint bezahlen, zum Beispiel, oder mit PayPal. Super. Oder mit Kreditkarte. Ja. Kurz ein paar Klicks und dann hast du die Bezahlung aus dem App gemacht und kriegst direkt deine Bitcoin in einer Minute, weil das sind dann sofort Zahlungsmethoden, oder? Und da sind wir jetzt noch nicht, ja. Da kommen wir hin und dann sind wir wirklich, ich sage jetzt mal Mitte Jahr, wenn wir es geschafft haben, sind wir wirklich die weltweit wahrscheinlich einfachste Bitcoin-App, die es gibt. Und dann ist uns das nächste Ziel eigentlich, dieses Bitcoin-Sparen in den Alltag der Leute zu integrieren, wirklich zu automatisieren. Sind wir jetzt auch schon die ersten Schritte gegangen, zum Beispiel kannst du dir eben so einen automatischen Sparplan einrichten, dann jeden Freitag eben am Abend beim Bier kannst du dir denken, diese Woche habe ich Bitcoin gespart, ohne dass ich was gemacht habe. Das ist cool. Dann haben wir ein Referral-Programm, das läuft ja auch schon, da kannst du deine Freunde einladen, wenn die dann was investieren, kriegst du auch etwas. Das heißt, da auch, ohne dass du etwas tust, kriegst du immer wieder ein bisschen Bitcoin und kannst deine Ersparnis erhöhen. Und weitere Schritte in diese Richtung sind eben geplant, wie zum Beispiel, dass du deine Bitcoin deponieren kannst via Knopfdruck und darauf Zinsen erhältst dann. Also bis zu 2% jährliche Zinsen können wir da rausholen für unsere Kunden. Dass die Bitcoins wirklich auch arbeiten, ohne dass du was machst, ganz automatisch. Und was cool ist, wir sind auch dran, eine eigene Debitkarte rauszubringen, nice. Wo du ganz normal überall bezahlen kannst und jedes Mal, wenn du bezahlst, kriegst du 1% des Betrags in Bitcoin. Wie ein Kickback im Grundsatz. Kickback, genau, oder Cashback, oder Cashback, sagt man auch. Genau, okay. Und dann sind auch Roundup-Funktionen denkbar, zum Beispiel, wenn du für einen Kaffee 4,50 bezahlst, das dann kommt vor, ja. Und dann kriegst du, okay, genau. Wow, cool. Also eben, ihr bietet eigentlich jetzt schon viel, ihr bietet noch sehr viel mehr in Zukunft. Was wir noch viel erfahren, ist so ein bisschen die Angst beim Bitcoin zu investieren. Warum sagst jetzt du, wenn du bist jetzt 29, in einem guten Alter, sagst du, soll man in Bitcoins investieren, respektive sich einen Sparplan machen? Oder warum ist das die Zukunft grundsätzlich? Was ist deine Meinung hierzu? Genau, das ist einfach eine Meinung, Herr Long Financial Advice. Ich weiß nicht, wie die Welt in 10 Jahren aussieht, klar. Aber für mich sieht Bitcoin eben aus wie digitales Gold, wie die beste Art, wie ich heute sparen kann. Also wenn wir anfangen bei, wo kann ich meinen, ich kriege Geld, irgendwie einen Lohn Ende Monat und dann habe ich meine Ausgaben und am Schluss habe ich vielleicht noch ein paar hundert Franken, die ich sparen möchte. Also was mache ich damit, wie spare ich dieses Geld? Die meisten Leute in der Schweiz, die haben es einfach auf ihrem Sparkonto. Stimmt. Und dann profitieren die eben nicht, sondern die verlieren jedes Jahr Geld, weil sie Inflation haben. In der Schweiz zum Glück noch relativ moderat, 2-2,5%. In Euro sind es schon über 5%, in US-Dollar sind es über 8% jährlich, die man verliert. Dann hast du halt Bankgebühren, die da auch noch etwas wegfressen und du hast in der Schweiz sogar Negativzinsen, ab gewissen Beträgen zahlst du nochmal 0,75% drauf. Also am Schluss verlierst du einfach sicher jedes Jahr Geld, wenn du es in normalem Geld auf dem Sparkonto hast. Das ist also keine Option. Wenn du dann die anschaust, was sind deine anderen Optionen, Immobilien zum Beispiel oder Aktien, dann wird es schon relativ schnell, relativ kompliziert und auch dort hast du halt hohe Volatilität, Preis geht rauf, Preis geht runter und das ist, sind nicht eigentlich Anlagen, die zum langfristigen Sparen gemacht sind und Bitcoin ist eben wirklich jetzt dieses digitale Gold, es ist knapp, es ist unabhängig von Banken und Regierungen. Man kann es, das gleich wie Gold eben auch, darum ist ja Gold so eine gute Wertanlage. Man kann es aber besser als Gold also geografisch in verschiedene Länder verschicken. Es ist viel, viel einfacher transferierbar, es ist eben digital. Deshalb glaube ich, ist so die Weiterentwicklung von Gold ins digitale Zeitalter. Und langfristig, gerade weil es eben knapp ist und nur 21 Millionen davon gibt und weil es sich gut eignet, um Geld zu sparen, werden es immer mehr Leute machen und deshalb wird der Preis und der Wert grundsätzlich hochgehen. Also Bitcoin ist wirklich gemacht, um die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. Das will man ja genau, wenn man ans Sparen denkt. Okay. Jetzt kam mir spontan ein Gedankengang. Thema Säule 3a. Kennst du ja. Mhm. Du
Ganz klassisch immer diese Sparmöglichkeiten. Heutzutage kannst du investieren mit Via, Xelma, wie sie alle heißen, App, Wertschriften, Aktien. Soweit ich aber weiß, gibt es noch keine, die Bitcoin anbietet. Noch nicht, ja. Das wäre doch eine Idee für euch, oder? Ja, nicht unbedingt für uns, aber wir arbeiten da mit Partnern auch daran, das kommt. Das kommt, ja. Aber das ist wirklich eine Frage, die viel auch bei uns in Beratung fällt. Hey, 3A finde ich gut, aber ich will Wertschrift oder Bitcoin. Gibt es momentan noch nichts auf dem Markt? Bin ich überzeugt davon, wird es bald wahrscheinlich geben, also werdet ihr nicht so ganz untätig sein. Wie siehst du den Bitcoin-Markt in 10 Jahren? Also klar ist, die 21.000 werden irgendwann mal geschürft sein. Mhm. Wo wird der Kurs sein? Wie wird das sich verteilen in Zukunft? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, was ein klarer Trend ist, ist, dass Bitcoin sich immer mehr verbreitet und dass immer mehr Investoren, und ich meine, das ist ja, wir sind alle irgendwie Investoren, dass immer mehr Investoren Zugang haben werden und auch wirklich ein Investment machen werden in Bitcoin. Das fängt bei eben den ganz kleinen Leuten wie dir und mir an. Ich glaube, vor allem Millennials und Generation Z, also die jungen Generationen unter 30, die sind wirklich Fan von Bitcoin. Die verstehen dieses digitale Gold-Narrative und die investieren immer mehr in Bitcoin. Und das sind die, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren ja sehr viel Geld eben investieren. Und deshalb glaube ich, es verbreitet sich viel mehr unter diesen Retail-Investoren, aber auch unter den großen so Millionären halt auch. Zum Beispiel, es gibt nicht für jeden Millionär auf der Welt einen Bitcoin oder 21 Millionen. Es gibt mehr Millionäre als Bitcoin. Und deshalb glaube ich schon da auch, dass das zeigt sich auch in Statistiken und Befragungen, dass immer mehr High Net Worth Individuals auch in Bitcoin investieren wollen. Und dann geht das sogar bis zu großen Firmen wie zum Beispiel Tesla, die 1 Milliarde in Bitcoin hält. Weil die sagen einfach, hey, wir haben überschüssiges Geld, wenn wir das in US-Dollar halten, dann verlieren wir 8% darauf. Wir wollen jetzt nicht da spekulieren gehen auf dem Markt, sondern wir machen das in Bitcoin und dann erhalten wir uns den Wert, respektive der Wert steigert sich. Und sogar bis zu Nationen. Also El Salvador zum Beispiel ist die erste Nation, die Bitcoin gekauft hat und immer mehr Bitcoin kauft, einfach als deren Reservewährung und ist auch offizielles Zahlungsmittel jetzt in El Salvador. Und ich glaube, diese Entwicklung, diese Verbreitung in alle Bereiche, nicht nur normale Leute, aber auch die reichen Leute, die Firmen und die Nationen werden immer mehr dieses Bitcoin-System anerkennen und irgendwann wird es, so denke ich, wird es so die finanzielle Grundlage der ganzen Welt werden. System, ja. Jetzt vielleicht persönlich zurück auf mich, wenn ich jetzt Anfänger bin, Thema Krypto, Bitcoin ist da die größte Kryptowährung. Ich habe ein bisschen Angst zu investieren, von dem her, was man halt hört. Müssen jetzt nicht auf die Gerüchte eingehen. Was empfiehlst du jetzt einer Person oder was soll die am gescheitesten machen, damit sie die Angst abbaut? Also jemand, der interessiert ist, in Bitcoin zu investieren, aber noch etwas Angst hat oder zurückhaltend ist, da würde ich eben wirklich diese Sparplanmethode empfehlen. Oder das ist was für mich zum Beispiel, als ich auch angefangen habe und nicht so sicher war, hat am besten geklappt. Oder einfach sagst du, ich verdiene so viel, ich habe vielleicht so viel Geld, dass ich regelmäßig sparen kann und einfach einen Betrag, den du im Alltag nicht spürst, der dir nicht fehlt. Also sagen wir jetzt mal, für die meisten Leute ist es wahrscheinlich irgendwas zwischen 20 und 100 Schweizer Franken die Woche oder im Monat oder so, die du nicht wirklich, wenn das weg ist, ist nicht so schlimm. Und dieser Betrag würde ich dann eben automatisiert einfach wöchentlich in Bitcoin investieren. Eben wie gesagt, ein paar Klicks in der Relay-App und dann kannst du regelmäßig mal wieder drauf schauen und freust dich, dein Bitcoin-Bestand sich vergrößert. Und ich glaube, der wesentliche Vorteil ist im Prinzip, ich habe ja nicht, wenn ich das Geld mir auszahlen will, irgendwelche hohen Kommissionen oder Kosten, oder? Nein, hast du zwischen 1-2%, je nachdem wie viel du auszahlen willst und das geht innerhalb von einem Tag, hast du das dann wieder auf deinem Bankkonto, das ist kein Problem. Und der Vorteil dieses Sparplan-Gedanken
Gedanken ist dann eben auch, dass du nicht irgendwie den Markt einschätzen musst und verfolgen musst und schauen, okay, jetzt ist der Preis gestiegen, jetzt sollte ich verkaufen, jetzt ist der Preis wieder unten, jetzt sollte ich kaufen, sondern du hast einfach dieses ja, diese Peace of Mind und sagst, gut, ein fixer Betrag jede Woche hat den Vorteil eben, dass wenn der Kurs hoch ist, dann wird ja etwas weniger Bitcoin gekauft, wenn der Klar. Kurs tief ist, wird eben mehr gekauft und schlussendlich ist es eigentlich eine der besten Strategien. Ja. Okay, cool. Vielen Dank, Julian. Ich weiß nicht, hast du noch zum Schluss etwas, was du noch loswerden möchtest? Vielen, vielen Dank dir. Das kann ich noch loswerden. Ja, vielleicht was spannend sein könnte für die Leute in deiner Community, weil ihr euch ja immer mit Finanzen und Investieren genau. beschäftigt. Wir haben aktuell ein Crowd Equity am Laufen. Ah, cool. Noch nicht am Laufen, aber wir in den nächsten 1 bis 2 Monaten, ja. also auch wenn dieser Podcast ausgestrahlt ja. wird, werden wir wahrscheinlich gerade live sein damit, dass man bei uns in Aktien auch investieren kann. Also in Relay Aktien. Ja, genau. Sprich, jeder und jede kann mit einem kleinen Betrag ab 100 Franken bereits Relay Aktionär werden und einen kleinen Teil dieses Startups sein, wenn ihr wollt. Also da kann man sich auf unserer Website drüber informieren und sich eintragen, wenn man Interesse hat. Das ist spannend. Das ist mir in der App aufgepoppt und ich wollte es eigentlich ausführen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Sehr gut. Reminder. Hey, cool. Danke vielmals, Julian. Natürlich, ihr kennt uns, wir haben natürlich auch noch einen Deal für euch. Und zwar haben wir mit Relay den Deal, dass wenn ihr die App runterladet, und den Code, muss ich schnell spicken, JCIB eingibt, also JCIB, alles Großbuchstaben, dann spart ihr 0,5% der Gebühren und das kann sich aus meiner Sicht absolut lohnen, weil dann habt ihr wiederum mehr Cash. Vielen Dank dafür und in diesem Sinne danke für den Besuch, Julian, hat mich sehr gefreut, war sehr spannend, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin. Und ich glaube, das wird sich noch gut entwickeln. Oder? Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Dir auch. Alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Und in diesem Sinne, wenn es noch nicht zeigt, dann hoffentlich bald easyinsure.ch und macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.